Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac Repentance. In dieser Folge werden wir das machen, was wir die letzten Folgen immer wieder versucht haben. Nämlich Boss Rush mit Tainted Jacob, glaube ich, war das? Boss Rush? Was? Mega Satan. Hä? Guck ich schon durcheinander. Achso, stimmt, weil irgendwann zwischendurch hat man nur versucht, die Wildcard freizuschalten, was mit wer weiß wem geht. Aber. Brittle Bones? Nee, ich weiß nicht. Müssen wir gucken. Können wir unterwegs Herzen aufsammeln und alles. Apropos. Hier sind gern mal Herzen. Ich habe Angst. Nee, ich habe gemerkt, dass die Gamescom wieder in zwei. Mal wieder habe ich gemerkt, dass die Gamescom ein zweischneidiges Schwert ist. Einerseits lohnt es sich für mich nicht, dahin zu gehen, weil ich da nur an sozialen Ängsten sterben werde. Besonders wenn ich allein gehe. Heilige Scheiße. Aber andererseits gibt es da super coole Dinge. Es gab eine Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 Demo. Es gab. Fuck. Es gab Sonic X Shadow Generations, was ich beides haben will. Also Dragon Ball und Sonic. Das mal angespielt zu haben, wäre schon ziemlich geil gewesen. Wenn ich ehrlich mit euch sein soll. Aber naja. Und wieder habe ich es nicht geschafft zu streamen. Vielleicht morgen, also für euch heute, Donnerstag. Mal gucken. Ich und Tommy haben darüber geredet, was es für Balance-Updates geben könnte im November, wenn das Koop-Update rauskommt. Weil wenn Isaac geupdatet wird, dann wird meistens auch neu gebalanced. Und ja, ich und Tommy haben uns Gedanken gemacht, was man so balancen könnte. Und wir sind auf die Idee gekommen, also ich zumindest. Warum macht man nicht einfach The Virus wieder gut? Tödlich, tödlich, tödlich. Weil wer es nicht weiß, The Virus, die rote Spritze, die hat mal schwarze Herzen für Kills gegeben. Okay, natürlich, wenn du sie mit dem Berührungsschadengift getötet hast, aber macht es nicht weniger gut. Jetzt ist es halt einfach nur Schwachsinn. Wo wir gerade von dir reden. Ich weiß nicht, ob es der Poison Touch oder der Contact Damage war. Aber eins von beiden hat. Hat früher schwarze Herzen gegeben. Und das war gut. Da hat man sich gefreut, das Item zu finden. Oh mein Gott. Da hat man sich gefreut, das Item zu finden. Heute? Was heute? Heute siehst du es und nimmst es mit, weil ja, es ist kostenlos, wieso nicht? Was ziemlich, ziemlich traurig ist. Und Tommy hatte ein paar interessante Ideen. Er will einen Gold-Brimstone haben. Er will einen Geldregen haben. Also als Item. Und ja, der hat eigentlich ganz, ganz nette Ideen gehabt. Er hat
Arm sein gleich Power vorgeschlagen. Was auch interessant ist, weil. Aua. Dadurch kannst du effektiv kein Geld mehr mitnehmen. Bei Money Quits Power hast du ja zum Beispiel dann noch die. Die Möglichkeit. Geld zu haben und aus und dann auszugeben. Du musst dich halt nur aktiv dafür entscheiden. Aua. Aber du hast, wie gesagt, die Möglichkeit dafür gehabt. Weil gehabt hast du. Punkt. Und wie gesagt, ich verstehe die Idee. Ich bin auch ein bisschen blöd, kann das? Na, scheiße. Hört eigentlich durch. Wer ist so blöd und mitten in einem Raum eine Pille einzusetzen? Ich meine, ja, ich, aber. Hey? Hä? 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 Naja, jedenfalls hast du bei kein Geld equals Power dann nicht mal Geld. Was auch ein ziemlich zweischneidiges Schwert ist. Wobei ich persönlich nicht wüsste, wie man das balancen will. Das klingt nach einem sehr phänomenalen, nach einer sehr phänomenalen Aufnahme, genau. Aufgabe. Komm, dunkler Freund. Mach deine Aufgabe, mein Leben leichter zu machen. Ich habe mitbekommen, dass es jetzt eine Megaminds-Serie gibt. Finde die Idee ganz nett. Aber ich habe nicht viel Ahnung, was in der Serie los ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ein Cash Grab sein wird. Ich kenne doch Filme. Ich weiß, wie ihr tickt. Wenn ihr so einen Charakter oder so einen Film, ich will jetzt nicht sagen Franchise, aber wenn ihr so einen Film, ich nenne es mal Franchise, zurückbringt, dann hat das einen Grund. Und meistens ist der Grund nicht, hey, guckt mal, wir hatten Bock drauf. Sondern, hey, guckt mal, wir wollen euer Geld. Nee, ihr seid schwierig zu töten, ihr seid sehr schwierig zu töten. So, was sagen? Brittle Bones ist zumindest insofern ziemlich gut, dass ich. Dass ich. 3, 2, 1, was wollte ich sagen? Dass ich meine Dealchance nicht verliere, wenn ich die Herzen verliere. Was. Aua. Erstaunlich gut ist. Was nicht erstaunlich gut ist, ist, dass ich meinen Körper verloren habe. Wenn das ein Item wäre, wäre das No Körper equals Aua. Was sagt Item? Item sagt Compound Fracture. Das bessere Item von den beiden, die ich miteinander verwechsel. Die echten Bone Tears. Wenn Brittle Bones. Nee, Compound Fracture, das was ich gerade bekommen habe, Diamanten sind, dann ist das andere, das was ich am Anfang des Runs bekommen habe, hier ist übrigens das Seed. Das ist das, was ich am Anfang des Runs bekommen habe, einfach fucking Lapis. Minecraft-Anspielung. Petrified Poop. Bin auch Petrified Poop. Kumpel, kannst du bitte? Es gibt einige. Nee. Es gibt einige Flash Games, die ich irgendwann als Kind mal gespielt habe, die ich
dich unbedingt mal wieder sehen will, allein um die Erinnerung zu haben. Aber nicht kann, weil ich die Erinnerung nicht habe. Aua. Moment, weg mit euch. So. Manchmal, da braucht man einfach ein bisschen Ruhe, um sich auf den Gegner konzentrieren zu können. Und am besten nicht zu sterben. Are you a wizard? Alpha? Retrovision. Warum nicht? Bestimmt eine interessante Synergy mit Bone Tears. Ja, bestimmt. Weil dieses dieses Item ja auch mit allem Synergies hat. Wobei ich habe einen Synergy Mod installiert, also. Nee. Wer weiß. Wer weiß. Komm mal her, Kumpel. Dann sind wir durch. Was? Was aber der Grund ist, warum ich das Item überhaupt mich dazu entschieden habe, das mitzunehmen. Weil normalerweise ist das schon massiver Schwachsinn. Ist der Fakt, dass ich einen Range Fix für spezifisch dieses Item habe. Oh. Dieser Range Fix macht das so viel besser. Normalerweise verschiebt sich bei der Range einfach nur dieses der Area of Effect und macht ihn nicht größer, wie man bei einem Range Up glauben könnte. Ich weiß nicht, wo ich gerade war. Das habe ich gerade gesagt. Egal, aber jetzt durch das Update, beziehungsweise durch den Fix, den ich installiert habe, wird die Area of Effect größer statt einfach nur verschoben. Hui. Ich kann alles nicht. Wir nehmen eine Karte. Und eine Pille. Und die, also die Karte, ist das für deine nächsten Folge. Stell dir vor, eine Ebene wäre eine Folge. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Wer denkt sich denn so einen Quackkram aus? Ich kann das schlechte Item loswerden. Und ich habe ein paar vielleicht gute Seiten dafür bekommen. Das Fragezeichen ist toll. Um es mal erklärt zu haben, was das macht. Es nimmt dein allererstes erhaltenes Item. In dem Fall das, was uns die Knochenherzen gegeben hat. Und ersetzt es durch... Nein. Und ersetzt es durch zwei neue Items. Ich weiß noch nicht, wie ich am Pool, aber hat sich trotzdem gelohnt. Und ich habe vergessen, meinen Vater zu fragen wegen dem Zettel, den ich noch ausfüllen muss. Wisst ihr was? Ich werde jetzt in den Secret Room gehen. Hab vergessen, dass ich das Ding hab. Klar. Und von der Arcade aus. Fuck. Von der Arcade aus lass ich Retrovision liegen.
Ich möchte nur das Ding loswerden, nicht Petrified Poop. Und dann gehe ich kurz runter, gucken, ob noch mehr wach ist. Bis gleich. Update, ist keiner wach. Tatsächlich das Schwert und das Münzauge sind eine ziemlich gute Kombi. Ich meine, damit kann ich keine Tränen mehr verschwenden. Soweit ich weiß. Oh Junge, dieses. Warum verschwinden diese Eros nicht einfach? Warum verschwinden die nicht? Warum sind sie da? Warum sind sie da? Tun wir ihn. Oh, ich habe jetzt einen Kumpel. Aua. Ich habe einen Error bekommen. Wo ist der Error? Ah. Aha. Ich verstehe. Wir wollen lila Herzen nicht mitnehmen. Ah. Wisst ihr, was ich hasse? Zuckerfreie Getränke. Die haben so richtig komische, bittere Noten. Ich meine, das soll Orangensaft sein. Warum ist der Orangensaft bitter? Sollte der nicht sauer sein? Wenn überhaupt. Ach, da schreibt mir jetzt auch noch jemand viel Spaß in der Aufnahme. So, Isaac und seine Mutter sind wieder da. Und wir machen weiter. Und ich kann die ganze Ebene nochmal machen. The world. Ach komm. Wir probieren mal ein bisschen was. Kommst mit? Ist auch okay. Ist auch okay. Wow. Das ging ja fix. Das ging ja fix. Das TSA möchte ich trotzdem haben. Dich möchte ich trotzdem bekämpfen. Dich wollte ich trotzdem bekämpfen. Dann wollen wir eigentlich nur weiter, ja. Ich weiß gar nicht, wird dadurch der Deal rerollt? Hallo? Weiß ich gar nicht. Das wäre, glaube ich, gut zu wissen. Es ist nicht Tainted E-Server, wer mich getötet hat. Es ist der Run. Der hat mich getötet. Diesen scheiß Bug. Naja. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Und dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke bimmeln. Bis dann und ciao.